Hallo ihr Lieben, heute bin ich mit einem wunderschönen, fantastischen Projekt bei euch. Und zwar dieses dreidimensionale Bild mit diesen fantastischen Ballons. Da es diese Ballons nicht in Papierform gibt, sondern nur als Wassertransfers, habe ich damit gearbeitet und mit Stempelfolie. Ich muss euch sagen, es kommt leider nicht so gut rüber. In dem Video wie auch auf den Fotos, die Häuser wie auch die Ballons, die sind in einem wunderschönen Metallic-Optik, schimmern in Regenbogenfarben, einfach nur schön. Und wie gesagt, diese Wassertransfers gibt es wieder mal nur von La Blanche. Ja, ich habe mir diese Shadowbox, habe ich mir selber gebaut. Und zwar gibt es diese Rahmen, gibt es auch bei La Blanche zu kaufen. Und die werden zusammengesteckt und dann auf eine Shadowbox draufgeklebt. Oder halt, man baut sich selber eine Shadowbox drumherum. Wollte ich jetzt nicht auch noch zeigen, wie das gemacht wird? Was würde den ganzen Rahmen hier sprengen? Ihr könnt jede beliebige Shadowbox nehmen, die ihr habt. Könnt den Rahmen auch da drum machen, den es bei La Blanche gibt. Und ja, wir fangen an. Bastelfolie, bzw. Stempelfolie. Ganz dünn Pigmentfix drauf. Ich weiß, das hört sich blöd an, aber Pigmentfix ist das Einzige, was uns erleichtert, diese Wassertransfers auf glatte Flächen, auf Glas oder auch hier auf diese Folie aufzubringen. Es wird ganz dünn mit einem feinen Pinsel wird das Pigmentfix aufgetragen und trocknen gelassen. Nach dem Trocknen kann ich mit diesen Wassertransfers arbeiten. Ihr seht jetzt hier auch, wenn ihr guckt, dass die so wunderschön in Regenbogenfarben schillern. Es sieht wirklich toll aus nachher. Ganz dünn Wasser auf das Motiv, dann auf die Folie legen und festdrücken und mit einem Schwamm am besten und mit Wasser dieses Papier, dieses Trägerpapier, schön nass machen. Es gibt diese Wassertransfers in drei verschiedenen Ausführungen von La Blanche. Die einen sind so goldfarben, die anderen kupferfarben mit der Metallic-Optik hier, diese regenbogenfarbenen. Die sind allerdings nicht von beiden Seiten gleich, sondern wenn man die hier aufbringt, sehen die wirklich nur von dieser Seite aus toll aus. Das Regenbogen kommt leider auf der anderen Seite zu stark durch, sodass man die Motive kaum erkennt. Aber das macht uns hier jetzt gar nichts, weil wir das ja für 3D und als Motiv halt verwenden in dieser Shadowbox. Hier auch nochmal mit auf die Folie drauf, diese Häuser. Auch wunderschön, die sind auch in diesem Set mit drin. Also wunderschöne, fantastische Häuser und fantastische Ballons. Jetzt wird das ein bisschen angetrocknet und dann kann man das Papier abziehen. Ich nehme dann nochmal so dieses feuchte Tuch und drücke da nochmal ein bisschen an, gucke, dass keine Luftblasen entstehen. Und dann das nächste Motiv. Auch wieder erst schön nass machen, kurz antrocknen lassen. Man sieht schon das Papier, das ist richtig schön, muss richtig schön durchnass werden. Das sieht man dem Papier aber auch an. Dann tupfe ich da wieder ein bisschen Wasser weg, damit nicht zu viel Wasser ist. Und jetzt an einer Ecke gucken. Ja, wunderbar. Und abziehen. Man kann es auch abschieben, also die Pappe einfach nach oben weg abschieben. Dann entstehen halt weniger Luftblasen. Aber manchmal hat man das Pech, dass einem das Motiv nicht komplett kleben geblieben ist und dann zerreißt es halt. Wenn ich hier Luftblasen finde, dann nehme ich eine Nadel, ganz dünne Nadel und steche in die Luftblase rein und nehme dann dieses feuchte Tuch von eben und drücke die Luftblase wieder zusammen. Die Luft entweicht dann durch das kleine Loch und so kann ich dem Ganzen vorbeugen. Ist ein bisschen aufwendig, die Arbeit, wenn man jetzt zu viele Luftblasen hat. Die ganz kleinen Luftblasen würde ich nicht wegmachen. Nach dem Trocknen sieht man die eh nicht mehr. Die trocknen dann so ein bisschen ein.
Nicht mit dem Heißluftföhn arbeiten, ganz, ganz wichtig, weil da würden diese Motive sofort schmelzen. Nicht nur die Motive, sondern auch die Bastelfolie. So, hier habe ich schon, die habe ich schon mal vorbereitet, die Reihe mit der kleinen Stadt, noch zwei kleinere Ballons, die ich halt alle für diese Shadowbox benutzen möchte. Dann nehme ich mir eine kleine Schere und schneide das dann aus. Ganz wichtig, diese ganzen Drähte und diese ganzen Trotteln, die an den Ballons dann hängen, die müssen nicht alle dünn ausgeschnitten werden. Das sieht nachher auf der Folie, sieht man das nicht mehr so. Sondern einfach nur außen, immer den letzten außen, den mit ausschneiden und innen drin einfach lassen. Das wird auch nachher noch durch die Feinliner noch ein bisschen hervorgehoben. Aber wenn ihr das, wie gesagt, nur immer das Äußerste am Äußersten entlang schneiden, dann ist das wunderbar. Genau, hier seht ihr das. Hier seht ihr auch jetzt diesen wunderschönen metallischen Glanz. Aber die Fäden oder die Ketten und die Bänder, die an den Ballons hängen, die sind einfach viel zu dünn und viel zu klein, dass man die noch mit ausschneiden müsste. Einfach nur außen rumschneiden, dass die halt diese äußere Form haben. Bei den Häusern auch, da sind so viele kleine Wimpel und Fähnchen und so viele kleine Details mit dran. Da muss man einfach nur gucken, dass man das mit, ob man das jetzt mit ausschneidet oder wegschneidet, ist jedem selber überlassen. Ich versuche immer so viel wie möglich mit auszuschneiden, damit es auch wirklich schön, diese Motive, die sind einfach wunderschön. Aber dann halt, wie gesagt, auch kann man auch mit einer Nagelschere arbeiten, mit einer Silhouettenschere und dann so vorsichtig immer wieder so reinschneiden, dass das halt dann eine wunderschöne, feine Abgrenzung gibt. So, das sind meine ganzen Teile, die ich jetzt fertig gemacht habe, ausgeschnitten habe. Und jetzt geht's ans Verzieren. Da kann man jetzt im Fundus nachgucken, was man so alles findet. An Strasssteinen, an diesen Strassornamenten, dann die kleinen Metallperlen sind wunderschön. Die Strassketten natürlich. Man kann da wirklich seiner Fantasie freien Lauf lassen. Ich habe jetzt halt natürlich auch mit diesen Feinlinern gearbeitet, mit Gold und mit diesem Glittergold von PentArt. Habe in meinen Kisten im Fundus geguckt, was ich da so alles finde und was ich da so alles benutzen kann. Bei dem großen Ballon, da hat man natürlich wunderschön Platz für ein großes Strassornament mitten auf dem Ballon. Sieht auch total schick aus. Die Sachen habe ich mit 3D-Lack festgeklebt. Das klebt einfach am besten. Es muss zwar über Nacht trocknen, aber es hält auf der Plastikfolie natürlich wesentlich besser. Ich habe dann geguckt, was ich so alles da habe in meinem Fundus und dann entsprechend ausgesucht, dahingelegt und festgeklebt. Ich habe jetzt hier die Kamera einfach mitlaufen lassen, damit ihr mal gucken könnt, was ich so alles ausprobiert habe, was ich alles so rausgesucht habe. Ich lasse sie natürlich in doppelter Geschwindigkeit laufen, damit das nicht zu lange dauert, weil ich habe schon ziemlich lange gebraucht, ne, sogar vierfache Geschwindigkeit sehe ich gerade. Ich habe schon ziemlich lange gebraucht, bis ich das alles zusammen hatte, was mir gefiel. Und wie hier habe ich jetzt dann erstmal mit dieser Strasskette angefangen. Oder ist das diese Metallkugelkette? Ja. Problem ist halt bei dem 3D-Kleber immer, dass die ruckzuck die Düse verstopft ist. Aber da müsst ihr aufpassen beim Aufstechen, dass ihr die Düse nicht kaputt macht. Dann lieber diesen kleinen Stopfen oben abmachen und von innen mit einer Nadel oder einem Nagel von innen durchstechen, damit diese eingetrocknete Lack, der in dieser Spitze oben steckt, damit der nach außen gedrückt wird. Wenn man den von außen nach innen drückt, dann bleibt er irgendwann immer wieder hängen und es ist immer wieder zu.
So, hier arbeite ich, wie gesagt, mit diesen Feinlinern. Da habe ich dann in Gold die ganzen Bänder und Ketten und was alles an dem Ballon hängt mit nachgezeichnet. Mit dem Glittergold habe ich dann die Quasten gemacht. Das sieht dann auch schön aus, die kleinen Quasten, die da dran hängen. Einfach mal ausprobieren hier, was euch gefällt, hier mit diesen Rundungen an dem Ballon entlang gehen. Also kleine Punkte hier und da hinsetzen. Das sieht man aber auch schon vom Motiv her, wo man was hinmachen kann und dann einfach loslegen. Bei dem großen Ballon, da hatte ich noch so eine große Perlenkappe gefunden, die sah aus oder sieht aus wie so ein kleiner Korb, den habe ich dann unten noch mit dran geklebt. Wie ihr gleich auch sehen werdet, habe ich den mehrmals dran geklebt, weil der immer wieder lose ging. Ja, man muss halt immer wieder ausprobieren, sich ausprobieren und gucken, was einem gefällt. Teilweise habe ich auch, wie ihr jetzt hier seht, mit Expresskleber geklebt. Die kleinen Strasssteine zum Beispiel, weil ich mit dem Expresskleber konnte ich kleinere Klebepunkte machen. Die waren wesentlich kleiner wie mit dem 3D-Lack. Und dann habe ich die mit einer Pinzette halt in diese Klebepunkte alle reingesetzt, die Strasssteine. Und das Ganze gut über Nacht trocknen lassen. Eigentlich wollte ich diese Shadowbox nur mit Farben arbeiten, aber als ich mir dann die Motive von dem Papierset Veronica angeschaut habe, war ich so verliebt in diese wirklich fantastisch schönen Muster, dass ich mich dann doch dazu entschieden hatte, anstatt einen normalen blauen Himmel, nehme ich dann doch so ein Papier. Das habe ich mir dann zurechtgeschnitten für die Shadowbox. Und habe das zugesehen, dass das schön passend geschnitten wurde. Ich habe es nur oben und unten passend geschnitten. An den Seiten habe ich es gelassen und dadurch eine schöne kleine Rundung erzeugt. Man kann das Papier dann abmessen, wo die Mitte ist und natürlich auch die Mitte von der Shadowbox. Und dann legt man das Papier genauso da rein, dass man dann auf beiden Seiten gleich hat und dann streicht man das nicht in die Ecke rein, das Papier, sondern lässt es einfach so ein bisschen rund in der Ecke. Dadurch wirkt das Dreidimensionale noch schöner. Der Übergang ist einfach noch viel schöner, als wenn man einfach nur so eine Ecke reinmacht. So, jetzt habe ich hier diese Stadt, diese wunderschöne Stadt, einfach nur mit einem Schaumklebeband hinten dran gemacht. Hier drücke ich immer mal wieder das Papier noch fest, damit das auch schön hält. So, und die soll dann im Hintergrund, da war zwar auch schon so eine kleine Stadt auf dem Papier, aber die war noch kleiner und kam nicht so zur Geltung. Und jetzt seht ihr dann hier diese schöne kleine Stadt im Hintergrund. Und jetzt werden die ganzen anderen Motive werden jetzt auch noch dort angebracht, in der Shadowbox. Diesen großen Ballon wollte ich ganz weit nach vorne in Szene setzen. Deswegen habe ich da dann die größeren Holzspulen für genommen und die anderen, die kleineren Ballons nach hinten, ist ja auch richtig so. Dann hatte ich noch einmal diese fünf Häuser, die etwas größer sind, die wollte ich dann ganz in den Vordergrund setzen. So. Den kleinen Ballon, da habe ich auch nur einfache Klebestreifen, also diese Schaumklebestreifen dran gemacht. Der sitzt ja auch ziemlich weit hinten, der muss nicht so weit nach vorne. Ich habe dann erstmal hier angepasst, wo der am besten hinkommt, dass er die Stadt nicht über der Stadt oder verdeckt oder drüber hängt. So, den ganz kleinen auch noch weiter nach hinten.
Aber jetzt habe ich erstmal die Spulen rausgesucht, ja. Und das sind so Holzspulen, die gibt es zum Beispiel bei Action oder Teddy in so einem Netz. Und da sind zwei verschiedene Größen drin. Ich weiß jetzt die Zentimeterzahl nicht genau. Ich glaube, 3 und 4 Zentimeter hoch sind die. Und mit den längeren habe ich dann halt den großen Ballon ganz nach vorne in Szene gesetzt. So, hier probiere ich das mal aus, wie weit er dann vorne wohl ist. Und wo die Stadt noch hinkommt und wo der kleine nachher auch noch hinkommt, der kleine Ballon. So, die Stadt mache ich auch, die mache ich dann mit den kleineren Spulen, also die nur 3 cm sind. Ich muss dazu sagen, die Shadowbox habe ich mir ja auch selber gemacht, einfach mit so Holzleisten um diesen Rahmen an dem Rahmen hinten befestigt. Und der hat natürlich, die Shadowbox hat eine Tiefe von fast 8 cm bei mir. Dadurch kann ich natürlich auch eine viel größere Dreidimensionalität erzeugen, weil ich viel mehr Platz habe wie in der Shadowbox, die jetzt nur 2, 3 cm tief ist. Aber auch da könnt ihr das wunderschön gestalten mit den verschiedenen hohen Spulen und mit dem Schaumklebeband. So, ganz wichtig hier, einen von diesen Abstandhaltern klebe ich genau hinter dieses große Strassornament, weil das ja doch sehr schwer ist und den Ballon sehr schnell instabil werden lässt. Deswegen genau eins hinter dieses große Strassornament, was in der Mitte auf dem Ballon klebt. Ja, und die anderen dann noch hinten am Ballon festigen. So, damit das wunderschön vom Abstand her nochmal ausprobieren, wie es aussieht. Sieht toll aus. Wenn man jetzt so das Licht so spielen sieht, dann sieht man dann, dass ich die Schnüre nicht einzeln ausgeschnitten habe, sondern dass die alle auf der Folie noch drauf sind. Wirkt aber nachher, sieht man das nicht mehr. Das seht ihr auch gleich, wenn der kleine Ballon, der so ein bisschen versteckt noch hinter dem großen Ballon ist, der sieht man trotzdem durch die Folie durch. Jetzt mache ich die Häuser noch fest, auch mit diesen kleineren Spulen. Und zum Schluss dann den großen Ballon. So, ihr seht das jetzt schon hier, da wie die verschiedenen Ebenen, die verschiedenen Tiefen da sind. So. Und den Ballon dann recht weit vorne in den Vordergrund. Da oben fehlte noch eine, damit er auch schön gerade da. So, ihr seht jetzt, da hängt der Ballon. Und dann habe ich halt festgestellt, dass mir vorne links irgendwas fehlt. Aber zuerst habe ich mal den Rahmen noch gestaltet. Ich habe mir wieder meinen Pigmentfix mit Metallic-Pigmenten schön gemischt, schön dickflüssig angemischt. Und mit einem Stupfschwamm mache ich jetzt diese schönen Ornamente. Wie gesagt, diese Bordüre von Dart Elastic habe ich dann noch auf diesen Rahmen von La Blanche noch draufgeklebt, dass es halt noch einen schöneren Kontrast gibt, noch ein schönerer. Ja, so eine schönere Optik halt. Den dünnen, ganz dünnen Rand von dem Holzrahmen, den habe ich auch wirklich nur diesen dünnen Außen mit dem Stupfschwamm gemacht, damit auch nur diese Rundung außen golden wird, weil ja schon innen drin dieses Muster von der Bordüre schon sehr viel Gold enthält. Ihr seht, zu dieser Patina Grün sieht das sehr, sehr, sehr edel aus. So, nach dem Trocknen, wie gesagt, hatte ich eben schon gesagt, da fehlt mir ja was unten links. Da habe ich mir dann noch zwischendurch dieses Auto, was auch bei den Transferfolien dabei ist, und noch ein paar Schmetterlinge auf die Stempelfolie drauf gearbeitet, wie ich das auch mit den Ballons gemacht habe. So, und dann habe ich dann dieses Auto unten eingesetzt. Das füllt dann die Ecke ein bisschen. Ich wollte da jetzt nicht noch mit Papier arbeiten und mit Karten arbeiten und ja, so wie man das sonst oft bei den Shadowboxen macht, sondern es sollte halt wirklich wie eine
realistische Landschaft aber fantastisch aussehen. Die Schmetterlinge noch 2-3 Stück auf den Rand geklebt, wirken auch immer sehr schön. Vor allen Dingen auch diese Metallic-Optik ist einfach nur fantastisch. Eine Beleuchtung hier drin, sage ich euch schon, habe ich ausprobiert. Sieht nicht gut aus, weil das diese Folie so durchleuchtend ist. Das sieht dann ein bisschen ja, wie ein Röntgenbild nachher aus, wenn man da noch eine Beleuchtung reinbringt. Man könnte das dann lieber irgendwo aufhängen und von außen schön beleuchten. So, ihr seht hier auch die Ornamente und den schönen Dart Elastic Bordüre von Miss Flexible Wood Bordüre, wie schön die aussieht. Und ja, und der Ballon, wie gesagt, einfach nur fantastisch in Szene gesetzt, wirkt das wunderschön. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch wie immer eine kreative Zeit.